Hallo Freunde, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Letzte Woche haben wir ja unsere Pita-Brote gemacht. Da haben wir uns gesagt, heute gehen wir mal nach Italien, machen da auch ein landestypisches Brot, nämlich das Focaccia. Wie wir das gemacht haben, zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß! Ja, für unsere Focaccia brauchen wir Mozzarella, Mehl, Olivenöl, Zucker, Salz, lauwarmes Wasser, Tomaten, dann Kochschinken, Schinken, Salami und Oliven. Die genauen Mengenangaben gibt es natürlich wie immer in der Infobox. Und was haben wir vergessen? Rosmarin. Rosmarin gehört auch noch dazu. Unseren Hefeteig bereiten wir wie folgt zu. 1 Kilogramm Hefe, 1 Esslöffel Salz, dann kommen noch 1 Esslöffel Zucker, 500 ml lauwarmes Wasser, 100 ml Olivenöl und 1 Würfel Hefe. Das Ganze wird gemischt und kommt zu unserem Mehl-Salz-Gemisch dazu. So, das Ganze verkneten wir und dann haben wir einen schönen Hefeteig. Unsere Zutaten für den Belag haben wir nun klein geschnippelt. Das ist der Rosmarin, den habe ich gehackt. Die Tomaten zur Hälfte geviertelt. Halbiert, nicht geviertelt. Oliven und den Mozzarella in Scheiben. Unser Teig ist nun eine halbe Stunde gegangen. Ich habe die Hälfte des Teiges auf einem Backblech ausgerollt. Nun belege ich das Ganze einmal mit Serranoschinken. Und gar nicht so, wie ich will. Salami kommt noch drauf. So. Und die kleben aber zusammen. So. Und Kochschinken machen wir noch drauf. Zack. Eine Scheibe. So. Danach kommen unsere Mozzarella. Ein bisschen haben wir noch. Zack. So. Und jetzt würde ich den zweiten Tag oder die zweite Hälfte des Teiges ausrollen und darüber decken. Und dann geht's weiter hier. Nun habe ich unsere andere Hälfte vom Teig ausgerollt. Die decke ich nun über den Rest. So. Okay. Jetzt mache ich mit dem Daumen. Stimmt gar nicht, ist der Zeigefinger, aber jetzt ist der Daumen. Mache ich Löcher in den Teig? Die menschliche Anatomie. Das ist schlimm, von Anne, ne? Kühne. Der Daumen ist ein Zeigefinger. Oh, hör auf, ey. So, ich mache jetzt Löcher in den Teig. Ja. So, dann belege ich das Ganze mit Tomaten. Meine zur Hälfte geschnittenen Tomaten. Die sind ja fast passgenau. Ja, eben passend im Daumen oder im Zeigefinger. Ups, der spritzt. So, farbige. So.
hier aber trotzdem ein paar Löcher rein, damit wir das Olivenöl noch reinkriegen. Und ich mache auch ein paar Oliven rein, obwohl du die nicht magst. Dann kannst du ja rauspulen. Ja, die werde ich schon erkennen. Ich denke die sind auch. Ja schön schwarz. Korrekt. So. 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 Zack. So. Ein bisschen bunt noch hier machen. So. Und noch eine. Und hier vorne auch noch eine. Zwei, drei. So. Na, das reicht jetzt an Oliven. Ja, kannst ja rausholen. Oh. Und ein bisschen Rosmarin noch drüber gestreut. So. Hier fällt alles. So. Und jetzt noch eine Olivenflasche. Und gib noch ein bisschen Olivenöl drauf. So, und was haben wir im Vorspann vergessen? Das Salz. Ich dachte jetzt den Rosmarin. Rosmarin habe ich gerade gehabt. Rosmarin hatte ich auch im Vorspann, aber Salz habe ich vergessen. Okay. So, und das Ganze geht ungefähr für, na ich denke, 20 Minuten in den Backofen. Bei wie viel Grad? Ich habe jetzt 200 Grad angestellt. Ober-Unterhitze? Nein, natürlich Heißluft. Ja, wie Frau Kühnetz mag. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder. Und so sieht nun unser fertiges Focaccia aus. Es brauchte nur eine Viertelstunde bei 200 Grad im Backofen. Ja, kurzes Fazit, was gibt's zu sagen? Wenn ihr so ein großes Blech wie wir machen oder wie wir gemacht haben, ladet euch genug Leute an, denn danach, nach einem ganz kleinen Stück, seid ihr sowas von satt, ist aber total lecker. Macht's einfach mal nach, ihr werdet es nicht bereuen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer Daumen hoch, netten Kommentar, abonnieren immer unten rechts. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Tschüss!